Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von 7 Days to Die und... Ja, wir sind so richtig knapp vorm Blutmond, ne? Das ist wie, wenn du gerade vor der Garage stehst und hupst. Ich sehe schwarz. Ich habe gerade noch ein bisschen gelesen und gerade in der Alpha 17 habe ich jetzt des Öfteren gelesen, Base Building ist komplett nutzlos geworden. Und dann denke ich mir, aber was soll ich denn sonst machen? Was gibt's denn da noch? Wie gesagt, halt im offenen Feld irgendwie den Blutmond, das kannst du ja komplett knicken. Ja, halte ich für keine so gute Idee. Nee. Warte mal, wenn ich jetzt hier Door eingebe. Eisentür, gesicherte Holztür, metallenes Garagentor. Was hält denn länger? A wide garage door that can be locked. Aber ich glaube, die Eisentür kann mit geschmiedetem Eisen und Bauwerkzeugen unter Verwendung der sekundären Aktion aufgewertet und repariert werden. Okay, ich mache mal gerade geschmiedetes Eisen. Hier, die haben wir noch. Oh, 4 Eisentüren. Da mache ich nur noch 2. Ich glaube... So. Hm? Jetzt habe ich meinen Schlafsack mitgenommen. Was soll die Kacke denn? So, 2 Eisentüren mache ich nochmal. Und ich wollte noch die Nischen mit... Die brauchen wir eigentlich gar nicht mit Eisenstangen absichern. Aber sicher ist sicher, dass die Zombies nicht durchkommen und wir aber trotzdem schießen können. Das wäre ganz toll. Und mit den Eisengittern wollte ich noch was probieren. Ob das nicht vielleicht schlauer gewesen wäre, als die Zementblöcke nach innen zu bauen. Ich weiß aber nicht, ob das geht, wenn man auf Eisenstangen rumlaufen kann. Falls das eventuell geht, aber das glaube ich nicht. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ne? Das weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Oh, weia. Und was wir auf jeden Fall brauchen, von denen haben wir noch gar keine gemacht. Was zu rauchen? Warte mal, wie heißen die denn? Spikes? Iron Spikes Trap, genau. Oh, Spiked Knuckles, cool. Increase Unarmed Damage. Okay. Dafür brauchen wir geschmiedetes Eisen und davon auch ganz schön viel. Okay, Eisen. Darf ich mir ein bisschen Lehm aus der Kiste hier nehmen oder ist das... Boah, Tobi, das musst du aber genau zählen, wie viel du genommen hast. Okay, ja, gut. Ich tue mein Bestes, ja. Oh, 999 Eisen dauern 43 Minuten. Oh. Die dauern schon relativ lange. Vielleicht hätte man hier auch Iron einschmelzen sollen. Hä? Ja, jetzt ist zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Knochen aller Zombies brechen. Dann bin ich eins da und dann tut es dir leid. Ich habe jetzt Kommentare sind da. Was? Ich habe jetzt Eisen und lehmige Erde. Das brauche ich für ein Rezept. Ne? Dann habe ich beides im Inventar. Aber ich kann das trotzdem nicht craften. Und da wird auch angezeigt, ich hätte 0 im Inventar. Kannst du mir das erklären? Nee, ne? Wofür brauchst du das? Ich wollte jetzt ein bisschen Muni craften. Mhm. Und du kannst es... Ist das vielleicht der falsche Tisch oder so? Nee, also mir wird hier auch angezeigt, ich hätte davon 0 im Inventar tatsächlich. Obwohl ich mehr als genug im Inventar davon habe. Aber ist das gleiche, was du brauchst, oder hat das nur das gleiche Icon? Dasselbe Icon. Iron und Clay brauchen wir. Was habe ich hier? Das ist Eisen und lehmige Erde. Das ist das gleiche, oder? Ja, eigentlich schon. Hä? Iron und Clay, ja. Aber Eisen ist kein verarbeitetes, oder? Warte mal, das eine heißt Eisen und das andere Iron. Was ist denn das jetzt? Ja. Okay. Ist Iron das hier vielleicht? Kann man da vielleicht... Geht das? Oh, da geht's nicht hin. Ah, das ist ja nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt hier. Aber... Ich glaube, da draußen ist gerade jemand. So. Dudelididididididida. Ja, Tobi, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja sicherlich eine gute Sache. Hm?
Ach, das muss man am der Schmiede muss man die Dinger machen, alles klar, okay. Ja, sag ich doch. Alles klar. Gut, da kann ich jetzt nicht das geschmiedete Ding ist. Da kann ich nicht zwei Sachen auf einmal machen, ne? Wahrscheinlich. Nee, du musst erstmal warten, bis die eine Sache durch ist. Aber okay. wir haben ja mehrere Schmieden. Aber dann musst du erstmal die Sachen einschmelzen, die du brauchst, glaube ich. Eben, da müsste ich jetzt noch Eisen einschmelzen. Ich glaube, das dauert eh zu lange. Huch, oh, da kommt ja einer. Oh, das klappt ja gut. Gut, ich muss ja nochmal gucken, dass ich die Türen alle richtig zumache. So. Der müsste jetzt eigentlich an die Tür gehen. Weil Tür... Wow, das war dämlich. Okay, ich muss oben dringend fertig bauen. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss oben mit Holz fertig bauen. Sonst sind wir am Arsch. Soll ich dir Holz bringen? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da kommt er wieder hoch und geht zu den Türen. Das scheint diesmal zu klappen. Die sind echt, von Türen lassen die sich super anziehen. Idioten, cool. Ey. Idioten. Cool. Oh, hast du Holz schon mitgenommen? Ich hab's bestimmt zwischendurch für den Kamin gebraucht, also für den Dingens, für die Schmiede gebraucht. Uff, Tobi, uff. Wir haben, glaube ich, keins mehr. So. Ja, das kann sein, eventuell. Das ist natürlich nicht gut. Okay, also ich habe eine Riege von Dreiertüren gebaut. Aber ich brauche okay. auch unbedingt. Brauchst du Holz? Ich brauche auf jeden Fall Holz. Nee, aber ich kann mal holen gehen eben. Ein bisschen Holz. Okay, das wäre, glaube ich, super. Vor allem muss ich hier ganz vorsichtig, ganz zärtlich sein. Holzrahmen habe ich hier auch noch. So. Ich glaube, das war Tobi gerade da hinten. Huch. Das ist wahrscheinlich eh viel zu groß hier für so eine Base. Kann ich mir vorstellen. Oh! Guck mal, da kommt ein Messbecher. Guck mal, wo der dann abwirft, ganz da hinten, Alter. Ich sehe, ach, das Flugzeug ist da hinten. Ja, keine Ahnung. SE da hinten, schmeißt du das runter. Siehst du gelb am Himmel. Andere Richtung. Ja, egal. Achso. Egal. Ja. Ist eh kein Messbecher drin. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist da jetzt einer drin. Das ist halt Mobbing, weißt du? So ist's, Tobi, so ist's. Hello, Darkness, my old friend. I love you again. Ich hätte hier oben auch einfach, da hätte ich auch dünner machen können, das war einfach hier, aber das ändert auch nichts, ehrlich gesagt. So. Bisschen reicht das Holz. Und im Grunde genommen mache ich das nur. Ich bastel auch keine Fenster rein ins Holz, ne? Nee. Also es wird jetzt nicht, wird nicht schön oder sonst irgendwas. Und im Grunde genommen würde ich später gerne ersetzen durch, natürlich alles durch Zement, wenn sich es irgendwie machen lässt. Falls diese Base hier irgendwie den Blutmond überleben sollte, dann würde ich die gerne irgendwie die Erde unten raus, alles mit Zement und bla bla bla, falls das irgendwas bringt überhaupt. Ich bin mal sehr gespannt auf jeden Fall. Es wird spannend. Es wird spannend. Ja, ich habe ein bisschen Bammel. Vielleicht ist das aber auch die ultimative Base, weißt du, die noch nie einer gebaut hat. Oh, da hinten fallen die Bäume einfach um. Glaube ich ehrlich gesagt nicht so dran, aber hey, dein Optimismus finde ich schön. So. Jetzt.
So, dann müsste hier oben eigentlich dann auch zugehen. Haben wir noch Rahmen? Nein. Noch genau ein Holz. Oh, war ja. Ich komm, ihr habt gleich Holz dabei. Ja, sieben Typen, Daben. So. Boah, I. Was denn? Aber die nervt mich schon seit Tagen. Jetzt nervt sie wohl nicht mehr. Vielleicht wollte ich einfach nur mal fragen, ob du eine Kippe für sie hast oder so. Oder was zu trinken. Nein! Hier haben sie mal eine Kippe. Alles Teufelszeug. So, Feuer. Okay, das hier. Ja, da müssten die dann hier durch. Das eigentlich alles gut. Den Graben würde ich gerne noch absichern. Was ich auf jeden Fall machen muss. Oh Gott. Tobi, wir brauchen sehr viel Holz. Wir könnten theoretisch auch Wood Spikes überall hinspammen, ne? Das können wir auch machen. Das ist, glaube ich, unsere beste Verteidigung diesmal. Nicht Bogen oder sonst irgendwas. Und wir haben, glaube ich, auch keine Muni. Wir haben nicht genug Muni, wir haben nichts. Naja, ein bisschen Muni haben wir schon. Also ich hab, kann dir auch noch, wie gesagt, was geben. Aber... Ah. Schon lustig, gell? Ah, das wird richtig scheiße, Tobi. Das wird richtig... Ich ahne es jetzt schon. Okay, 200 haben wir davon jetzt. 249 geschmiedetes Eisen. Wie viel macht der noch? 98, das dauert noch eine halbe Stunde. Alles gut. Eisen. Nicht Eisentür, sondern Spikes. Iron Spikes. Ach, die kann ich auch so machen. Das dauert auch 14 Minuten. 62 Eisenspikes. Die reichen auch hinten und vorne nicht, oder? Oh, besser als nichts, ne? Ja. Gut, dass wir das alles vorbereitet haben. Haben wir noch Eisen hier in der Kiste? 103. Da mache ich auch nochmal schnell Spikes. 26 nochmal, dauert nochmal 6 Minuten. Zack. Gut, dann haben wir so um die 80 Spikes, knapp 90. Das ist ja schon mal schön. Und hier, das macht der langsam. Ich könnte jetzt hier Eisen einschmelzen, aber ich glaube, ob das noch viel bringt. Naja, alles nicht so negativ, ne? Das kann ja auch mal gut werden. Eben. So. Und vor allen Dingen nehme ich dann gleichzeitig noch hiervon. Das heißt, wir würden quasi doppelt Eisen einschmelzen. So. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, ding, 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 ding. Da geht der Iron-Preis nach oben. Und dann kann man parallel noch ein bisschen Stahl rausdrücken, aber es ist schon 13 Uhr. Oh, Tobi, oh Gott. Was hast du denn? Gegen die Kotzenden brauchen wir auf jeden Fall diese Eisenstangen. Ich gehe mal ganz kurz die austesten. Vielleicht hätte ich die Spikes nicht in der Werkstatt machen sollen. Sondern da hätte ich, glaube ich... Ja, komm, wir gucken gleich mal. So. Ich habe gedacht, ich kredenz uns eine schöne Gemüsesuppe, wenn es soweit ist. Aber leider... Ja, jetzt geht mir doch die Düse. Weißt du, ich habe mich voll gefreut, als die 28 weiß geblieben ist. Habe ich mich intern, ja, ein bisschen war ich enttäuscht vielleicht. Okay, so sieht das aus. Da hat uns das Spiel richtig hart getrollt, wa? Ja. Oh, das habe ich jetzt gesetzt. Oh, wollte ich gar nicht. Naja, sieht trotzdem gut aus. Eisenstangen mittig. Ach, das heißt mittig. Okay. Guck mal, hier die Eisenstangen, oder? Da kann man schön rausschießen. Oh, 1000 Holz. Das reicht ja für eine kleine Etage. Cool, danke dir. Sehr gerne. Holzrahmen. Ich fertige mal, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich mache mal 200. Oh, ich hatte sogar noch welche. Das ist gut. Sollte das nicht... So. Guck mal, Tobi, ich habe eine Dreierreihe von Türen. Ach, hier für jeden hast du die gehabt. Okay, alles klar. Das ist ja, gut. Genau. Ich hoffe, das ist also. Gut. Tobi,
Ja, das ist Paradies. Wir haben noch keine Zeit dafür. Das ist ein Paradies, Erik. Wir haben keine Zeit dafür. Schon bald werden wir sterben. Das ist mir. Ja, dann habe ich wenigstens Spaß gehabt vorher. Oh nein. Was man auch sagt, es ist einfach falsch. So. Ich glaube, wir werden noch eine Leiter brauchen, oder? Wenn ich das richtig... Ah nee, ich glaube, ich mache das gerade einen zu hoch. Wie ist denn die Höhe unten? Ist die zu hoch zum Springen? Nee. Wenn ich jetzt einen tiefer baue, ist sie dann... Die müsste so sein zum Springen, oder? Die darf nicht tiefer werden, oder? Nee, ich glaube nicht. Oder? Warte mal, ich probiere nochmal hoch zu... Ich glaube, durch die Ecke hier oben halt... Ja, wobei, eine könnte nicht an der Leiter, wegmachen. Ich meine über die Grube. Das ist das Wichtige. An die Leiter kommen wir ran. Ja, das geht. Das geht. Okay, aber wenn ich einen tiefer baue, warte mal. Schnauze da drin, ne? Ja, aber die hat es nicht gesehen. Okay. Ach, warte mal, jetzt kriege ich das mit dem E gerade nicht hin. La, la, la. Theoretisch brauchen wir auch gar keine Leiter. Wir können auch Blöcke hinbauen und räumen die einfach später weg. So, warte. So. Und wenn die Decke jetzt auf der Höhe ist, geht das dann trotzdem? Irgendwie scheint da irgendwas nicht ganz Dingens zu sein. Warum sind das auf der Seite nur zwei Blöcke, auf der anderen drei? Ach, weil die Leiter nicht zwei breit ist, deswegen. Screamer sieht uns... Da oben ist eine Mutti im Fenster. Ich glaube, du konntest gar. Ich glaube, jetzt können wir gar nicht springen, ne? Also, du kommst jetzt nicht über die Grube, ne? Wenn du unter den Dingern springst, kommst du dann durch über die Grube? Nee. Okay, gut, dann lassen wir das so. Leider also nicht. Machen... Yeah. Okay. Dann bräuchten wir eigentlich noch eine Leiter. Aber da können wir ruhig eine Holzleiter machen. So. So. Ich wollte gerade nur wissen, in welcher Höhe wir den Boden bauen. Also hier geht er dann hier runter, damit wir nicht allzu hoch. So, das geht, ne? Ja, ohne Problems. Sehr gut. So. Diedelidelidelidelid. Oh Gott, Tobi. Oh Gott, Tobi. Freust dich schon? Überlege gerade, wie lange wir überleben werden. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Also überleben wahrscheinlich schon, aber wie lange unsere Base überleben wird. Oh fuck. Was denn? Ich bin Hunddog gefallen. Ah, okay. Oh nein. Manchmal freest die ja ein und dann dengelt der dann noch irgendwie Eisen drauf. Wobei, Eisen haben wir nicht genug. Wir können das hier noch ein bisschen hochdengeln, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht die Außenumrandung, aber ob die was bringt. Ja gut, ganz ehrlich, wenn die mal da oben sind, ist sowieso vorbei. Können wir ja eben. Ich glaube, das ist wurscht. Also ich habe halt sehr oft mitbekommen, dass die uns nicht sehen sollen. Also die Zombies sollen uns einfach nicht sehen dürfen. Und wir müssen eigentlich die Blutmond aussitzen, so gut es geht, ohne dass sie uns sehen. Und ohne, dass sie uns natürlich irgendwie aus dem Gebäude ziehen. Aber ob das so funktioniert? Ich stelle mir halt immer vor, wenn es Blutmond wird, dann wissen die genau, wo wir sind. Ja, sie spawnen halt auf jeden Fall hier in der Region, also irgendwo in der Ecke hier. Das auf jeden Fall. Genau. So. So, ich mache jetzt diese Reihe, mache ich noch so und danach mache ich die Sparversion. Da mache ich nur noch ein Holz, weil, wie gesagt, wenn die so weit oben sind, ist eh egal. Und wir sparen ein bisschen Holz. Wie viel Holz habe ich noch? 880, okay. So, dann machen wir auf die Höhe. Theoretisch können wir noch Eisen verwenden oder sonst irgendwas. So, ich hoffe, das geht, wenn ich jetzt hier nämlich... Ja, wir brauchen noch eine Leiter. Okay. Tobi? Ja. Achso.
gerade wegen den Patronen hier nochmal was nachgelesen im Wiki, aber ich, das kriegen wir so schnell jetzt leider nicht hin, ey. Okay. Muss ich das überhaupt so breit bauen? Eigentlich reicht's doch, wenn wir hier... So würde eigentlich schon reichen, oder? Ach komm, ist egal. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Wir hätten auch hier sehr viel schmaler bauen können, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kann man nur noch Vorratskisten oben hinpacken, bla. Munition. Theoretisch. Na gut, ich sag mal, die höheren Wänden dürfte halt theoretisch gesehen schon reichen, dass die uns nicht sehen, oder? Also theoretisch ja. Außer natürlich, wenn von oben Geier kommen oder was weiß ich, was von oben noch kommen könnte. Wir müssten auf jeden Fall ein Dach bauen. Also wir müssen uns auf jeden Fall oben auch zubauen. Okay. Weil ich glaube, wenn Geier uns von oben sehen, dann ist sofort die ganze Horde alarmiert. Könnte ich mir vorstellen. Die Geier werden denen das 100 pro verraten, also durch irgendeine Aktion halt. Ja, die haben, sind ja eh alle über WLAN verbunden und bla. Ja. Wenn einer was weiß, wissen es gleich alle und rennen dahin. Ist wie in so einem Dorf einfach. Ja, ist wirklich so. So. Wir müssen eindeutig da oben hin. Nein, auf diese Burg. Zum Schloss meinst du da? Ja. Da würden wir mit Sicherheit auch verkacken. Ja gut, das kann natürlich sein. Dagegen spricht aber auch nichts. Nee. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch ein Teil von Seven Days, ne? Dass man sehr oft verkackt und Sachen ausprobiert und so weiter. Bis mal irgendwas funktioniert. Ja, wobei es halt schon hart ist. Ne? Guck mal, wie lange wir jetzt gebraucht haben, bis wir das hier aufgebaut hatten. Und wenn die das jetzt gleich wegreißen sollten, so wirklich. Aber super schnell. Ganz ehrlich, das Ding hier ist natürlich auch schon relativ groß. Also normalerweise, ich glaube, da reicht... Ich weiß es nicht halt. Ich kann mir vorstellen, dass man normalerweise nicht so eine Riesenbase macht für einen Blutmond, weil das halt ewig viele Ressourcen kostet, die man lieber woanders investiert. Aber wir wollten ja mit Turrets bauen und so weiter, mit der Walk of Torture, bla bla bla. Theoretisch eine gute Idee, in der Praxis aber leider sehr, 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 sehr teuer, glaube ich. Und vor allen Dingen, wenn eine Welle kommt und du radierst sie sofort weg und dann als Bestrafung, in Anführungszeichen, oder als Belohnung, kommt sofort die nächste Welle und die Wellen hören nur auf, wenn die Nacht vorbei ist, dann ist es eigentlich, je besser deine Base ist, desto doofer für dich. Ja, wie gesagt, normalerweise wäre es halt echt am besten, wenn du die irgendwo fängst, dass die halt gar nicht... Ja, aber das kriegst du, glaube ich, nicht hin, es sei denn, wir machen jetzt hier rum nochmal irgendwie so einen Zaun und machen da noch mehrere Türen, wo sie erstmal durch müssen, einfach so ein Gang, der nur aus Türen besteht. Aber trotzdem können die Wände wahrscheinlich wegreißen. Ja, glaube ich halt auch. Also eigentlich so eine richtige Taktik hast du halt eigentlich nicht. Dadurch, dass halt immer wieder neue kommen, ist eigentlich jede Taktik von Arsch. Richtig. Das ist richtig. Ein bisschen frustrierend. So. Ja, ich habe das Gefühl, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass es dir möglichst unmöglich gemacht wird. Oder möglichst schwer gemacht wird, sagen wir mal so. Nicht unmöglich, aber schwer. Hey. Okay, da kommt man jetzt hoch. Gut. Das funktioniert mit der Holzleiter. War mir gerade wichtig. Weiter geht's mit Holzrahmen. Und ich würde gerne wissen, wie die KI funktioniert. Aber dafür braucht man halt umfangreichere Tests. Das können wir hier mit unserem Ding hier gar nicht rausfinden, glaube ich. Also so einfach so ein paar Szenarien aufbauen und dann zum Beispiel mal gucken, gehen die wirklich, versuchen die immer durch Türen zu kommen oder gehen die nur durch Türen, wenn irgendwas Bestimmtes der Fall ist oder wie funktionieren die Zombies? Wie kann man die triggern? Wie kann man die lenken? Nicht testen so richtig, das ist... Genau, dass man so ein bisschen auf Tower Defense gehen würde. Ja. Und Farming Simulator. Beides ist sehr wichtig. Warte, hoch. So, la, 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 la. So. Jetzt müssten in der Zeit eigentlich schon mal die Woodspikes gemacht werden. Die müsste man dann unten platzieren, überall. Hast du die hier irgendwo in Auftrag gegeben?
Ja, an der Werkbank müssen die runterrattern. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Oh nein. Was denn? Screamer. Kopfschuss. Ja, danke. Sag mal. Tobi, was ist da los? Ja, das bist du. So. Ich überlege, ob es was bringt, wenn man die Außendinger vielleicht doch mit Zement macht. Oh, hey, ich bin Level up. Wenn man die Außendinger doch mit Zement macht. Oh, krass. Die rennen ja jetzt schon. Wer rennt? Zombies. Oh. Huch, was machen die denn da? Alter. Rennen die? Ja. Oh, okay. Was waren das für eine? Eigentlich relativ normale. Aber ich komme mal. Soll ich mal zur Base rankommen oder soll ich die erschießen? Kannst du ruhig weghauen. Brauchst du gar nicht erschießen, spar dir den Muni, nimm einen Klüppel. Nee, ich hab schon ordentlich Damage gekriegt gerade. Ah, okay. Ich weiß halt nicht, wenn die sich da jetzt rumgraben und so. Okay. Hier wäre dann die andere Leiter. Lul. Sind sie verletzt? Ja, ich treffe wieder nicht, er trifft mich. Oh, ich hasse das immer, ne? Barb, ich das immer hasse. So. Okay. Wie mache ich das denn hier jetzt am besten? Wir müssten ja eigentlich alles frei halten. Okay, hier mache ich mal. Ich mache mal hier. Ah, ich habe ja auch wieder Besuch. Also heute scheinen die aber sehr umtriebig zu sein. So. Dudelidabdidi, Ludelidu. Oh, hier ist vielleicht sehr wenig Platz, aber dann mache ich das einfach daneben. Hätte ich auch da machen sollen. Naja. So. Boah, ich hoffe, das hält hier. Ich habe noch ein paar Stützbalken gemacht. Weil ich dem Holz hier nicht ganz traue. Was denn? Der Metallklotz da hinten einfach. Welcher Metallklotz? Also der Zementklotz da hinten. Achso. Es sieht an sich safe aus, ne? Bin sehr gespannt. Ja, ich glaube nur, der wird es nicht sein. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nur bin ich sehr gespannt, was sie zuerst weghauen. Da bin ich mal sehr interessiert dran. Unsere Hoffnung. Ja. Unsere Hoffnung, jemals eine gute Base hinkriegen zu können. Du lernst das auch noch, Erik. Ja, wahrscheinlich. Oh, cool. Ich sollte immer den unteren Block wegräumen. Das ist eine tolle Idee. So. Okay, das mache ich dann da drüben auch nochmal aus Holz, aus Beton. Dann reiße ich die nochmal weg hier. So. Beton, 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 Beton. Ich würde am liebsten hier oben noch irgendwie eine Stahlgelände drum bauen, so einen Stahlzaun. Das wäre irgendwie toll, wenn das ginge. Wir hätten unten eigentlich auch ein Steel Cage machen können. Statt Betonwänden da so ein Steel Cage, wo wir halt durchschießen können. Die Zombies natürlich auch durchkotzen wahrscheinlich. Aber es wäre irgendwie cool gewesen. Vielleicht, wenn wir den Blutmond irgendwie überleben, vielleicht wäre das nächste Mal eine Idee. Möchte ich aber auf den Steel Cage draufklettern oder runterspringen wie beim Wrestling. Nee, das wäre einfach nur, dass die Seiten so mit Käfigdingern da, mit diesen Gittern, mit diesen Stahlgittern ausgerüstet sind. Das wäre irgendwie cool. Das Ding ist halt, man weiß halt auch nicht so genau, was prügeln die jetzt wie schnell kaputt, ne? Ich meine, wir denken jetzt wahrscheinlich, dass die das mit Zementbeton da, dass das voll lange hält, aber wahrscheinlich ist das voll der Witz. Das kann natürlich auch passieren.
Das ist absolut möglich. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Nein, das klappt ja nicht. Okay, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Alles klar. Oh Gott, die Zeit verrinnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 7. So. Na, ich hoffe, da können wir jetzt einfach ein Dach drauf bauen. Ich weiß nämlich nicht, ob das funktioniert. Ob man jetzt irgendwie Querbalken, vielleicht müsste man da und dann da drauf. So. So. Wenn man denn hier so baut. Theoretisch. Und dann würde das Dach quasi auf dem Zement aufliegen und auf dem Dach an den Seiten. Das wäre vielleicht sicherer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bin leider kein Statiker. Erik, was ist schon sicher in dieser Zeit? Das Auto. Ja, wenn wir jetzt ein Audi hätten, ne, da hätten wir gar kein Problem mehr. Hä, da fahren wir auch mal weg, ganz easy. Eben, mit 300 Sachen durch den Wald und weg. Richtig. Aber das müsste ja funktionieren eigentlich. So, eigentlich müsste dann hier noch so ein Dachsims liegen, wie so ein Querbalken hier drüber, aber ich glaube, dafür haben wir nicht mehr weder die Zeit noch die Ressourcen. Ja, das hier wäre noch ganz schön, wenn man das hier... Vielleicht kann man da einfach eine Wand draus machen. Die komplette. Da hier unten kein Zement mehr ist, müssten wir dann wieder wechseln. So. Weißt du, was uns bei dem Konstrukt noch fehlt? Die eigene Überzeugung? Auch. Und ein Fluchtweg. Das stimmt. Wir haben an keinen Fluchtweg gedacht. So. Das ist richtig, tatsächlich. Ja, du hast recht. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Mal gucken, ob das... Bin gespannt, ob das alles hält. Ich baue das erstmal... Der Zement ist noch feucht, der wird wahrscheinlich gerade nicht so halten. Alter, hier sind auch schon ganz schön viele Zombies rum. Das Dach muss ja, glaube ich, auch nicht viel aushalten. Da stellen wir nichts drauf, ne? Da werden wir auch nicht drauf rumlaufen, glaube ich. Nee. Eigentlich Hauptsache, dass die Geier halt da irgendwie... Ich weiß ja nicht, wenn da ein Geier drauf liegt, nicht, dass das Haus dann einkracht, ne? Na, ich hoffe nicht. Also es steht auf jeden Fall auf Zementbalken. Ich hoffe nur, das sind auch genug. Ja, das, ja, wenn er dann einkracht, ne, dann bin ich aber wirklich raus. Mich weg. So. Okay. Zack. So, mal gucken. Ich muss auch noch die Iron Spikes irgendwie alle installieren. Oder willst du das vielleicht machen? Das kann ich machen. Ich bring die gleich mal mit. Wobei ich nicht weiß, wie ich die, wie am besten. Also ich würde die halt überall in die Gräben machen erstmal. Und den Mittelgang müssten wir voll machen mit Iron Spikes, da wo die halt langlatschen. Weil ich hoffe ja, dass die sich da auch gegenseitig reindrängen und wenn sie runterfallen, sind da weitere Iron Spikes. Also ich würde da einfach so ein Iron Spike-Fest draus machen. Und vielleicht, wenn wir es auch irgendwie schaffen, noch ein paar Wooden Spikes außen drum rum. Alles, was wir an Damage austeilen können, ist gut. Die Iron Spikes kriegen wir, glaube ich, nicht so schnell gebacken. Weil wir da Stahl für brauchen, aber Holz-Spikes müssten wir ohne Ende spammen können. Also ich habe jetzt hier die 88 Iron Spikes. Wo soll ich die hin tun? Hier in der Mitte? Da laufen wir doch aber auch lang, oder? Ja, wir müssten uns hinterher damit absichern. Bevor der Blutmond beginnt, müssten wir die Iron Spikes da in die Mitte packen. Aber in die Schlucht links und rechts zum Beispiel und der ganze Graben außerhalb vom Haus müsste eigentlich voll sein mit Iron Spikes. Normalerweise fände ich theoretisch, könnte gut klappen. Okay, Priorität lieber draußen oder drinnen? Wo soll ich anfangen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht lieber drin. Oh, ich habe kein Holz mehr. Fuck. Ich hab kein Holz mehr. Kann ich gleich nochmal holen gehen, warte. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. 16.49 Uhr, okay.
Vielleicht mache ich dann hier noch so. Oh. Man kommt an die Leiter nicht dran, ne? Hier die Fluchtleiter quasi in dem Graben hinten. Okay, dann muss ich vielleicht noch eine Holzleiter unten dran machen. Ich hatte nur Angst, dass da Zombies vielleicht hochkommen. Ja, das ist scheiße. Ja. Das wäre nicht so gut. Kann man die Sachen irgendwie drehen, wenn man das hinsetzen will? Mit Linksklick kannst du immer drehen. Ah ja. Sind wir jetzt bei 36 Minuten, ich wollte es nur sagen. Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge weiter. Ich glaube, für Blutmond kommt doch noch eine Folge. Eventuell. So, das Dach sollte hoffentlich stabil sein dann. Und wir haben hier genug Platz zum Navigieren. Und hier würde ich am liebsten Zäune hin machen, dann können wir vielleicht nicht mehr so gut runtergucken, eventuell. Aber wir könnten diese Randgitter nutzen, aber die Randgitter kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gebastelt, oder? Oh, das sieht aber nice aus da oben. Ja, ich bin gespannt. Sieht auf, jetzt also, die... Aussehen tut es auf jeden Fall nice. Da hast du schon mal gewonnen, egal was passiert. Gut, vielen Dank. Ich hoffe nur, dieses ne, Aussehen, klar, schön, aber ich hoffe, das hält auch. Uff, oh Gott, Tobi, ich habe Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Bammel. Ah. Eventuell ist alles, was wir gebaut haben, für den Arsch, aber es könnte klappen. Und darauf kommt es ja schon mal an. So. Also die Schlucht schon mal nicht mehr runterfallen, ne? Ja, ich bemühe mich. Kann man eigentlich Spikes auf Spikes setzen, dass man quasi zwei Schichten davon hat? Aber wir haben nicht genug, glaube ich, dafür, ne? Wie viel hast du jetzt noch übrig? Man kann Spikes auf Spikes setzen. 32 habe ich jetzt noch übrig. Okay. Und das war der Innenraum? Ja, ne? Außenraum haben wir ja zweier Breite. Ich glaube, da... Da werden wir jetzt noch Probleme haben. Da werden sie dann vorbeilaufen, denke ich. Okay, Spikes. Ich habe keinen Stahl mehr. Ich könnte hier vorne quasi am Eingang, wo die hochlaufen, könnte ich, glaube ich, auch Spikes hinmachen. Geht das hier auf die Schräge? Oh, das geht auch. Ich weiß aber nicht, ob es dann noch hochlaufen. Das weiß ich nicht. Also, ne, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Oh, 567 Eisen. Ja, hallo. Okay, also wir könnten vielleicht auf kurz oder knapp noch 142 Spikes, 33 Minuten. Oh, das wäre natürlich toll, wenn das klappt. Was wollte ich gerade hier gucken? Oh, ich kann das abbrechen. Ich kann die Eisenspikes auch... Ich mach die selber bei mir im Inventar. Da kann ich zwar selber nichts mehr machen, aber dafür kriegen wir Eisenspikes. Und hier mache ich dann lieber... Was wollte ich gucken? Eisenstangen. Mittig nicht, sondern diese hier. Iron. Null von 100. Aber ist das nicht... Ach, ich muss die an der Schmiede machen. Okay, na, da laufen noch welche durch. Okay. Soll ich im Graben auch schon mal anfangen, Spikes zu legen? Ja, gerne. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nicht mehr reinfallen. Eisenstangen, diese Eisenstangen. Okay, die kosten halt auch ganz schön viel. 60 dauert... Auf 34 kann ich maximal machen, weil wir keinen Iron mehr haben. Habe ich dann da wieder. Ah, und hier hatte ich ja... Ah, ja. Oh, gut. Da mache ich hier vielleicht nochmal... Nee, das war nicht Stahl, das war Eisen, ne? Wie heißt das nochmal? Geschmiedetes Eisen. Kann ich ja nicht machen, weil wegen... Oh, Clay. Haben wir nicht genug? Fuck. Ja, nicht eingeschmolzen. Ach, den muss man auch einschmelzen. Oh. Ja. Kaum zu glauben, aber wahr. Hier sind 10.000 drin, aber... Okay, Eisenstangen mittig. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Okay. Der macht jetzt erstmal... Ah, oh, schon wieder ein Screamer da hinten. Übrigens, ja, wir sollten uns nicht blicken lassen zum Blutmond. Wenn da nämlich Screamer mitlaufen, könnte sein, dass wir sehr viel Spaß haben, wenn die noch mehr Leute rufen. Ja, das stimmt.
So. Vielleicht ein bisschen uncool. Ja. So viele Iron Spikes habe ich jetzt? 10. Okay. Ich mache die einfach bei mir im Inventar direkt. Ah, okay. Oh, das ist sehr gut. Oh Mist, hast du hinten in der Grube auch alle hingepflanzt? Unten, ja. Also auf der einen Seite. Du darfst jetzt die andere Seite halt noch nicht voll bauen, ne? Achso, nee, ich meinte jetzt im Pitfall da unten. Aber mal gucken, komme ich da von oben hin? Bitte sag ja. Shit, nee, komme ich nicht hin. Und die Leiter ist ein zu kurz. Ah, okay, wenn ich mich hinhocke, dann kann ich das machen. Ich weiß ja nicht, konnten die sich aufeinander stellen auf diesen Spikes? Nicht, dass sie dann hochkommen. Ich glaube, die Grube müsste tief genug sein, hoffe ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so oder so. Ich weiß nicht, ob die da. Ich weiß nicht, ob die an die Leiter springen, wenn die auf den Spikes stehen, oder ob die da einfach krepieren und die Spikes halt so damagen, dass die wegkommen. Oh Gott, ich will hier nicht runterfallen. So. So, der Durchgang ist jetzt natürlich leider unbespiked, aber das ist egal. Oh, wir müssen die Folge beenden, Erik. Oh, ja, ja, stimmt, alles klar, okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge. Ist es noch so weit, ne, wo? Nächste Folge werden wir ganz furchtbar krepieren, aber Hauptsache Spaß. Hauptsache die Community hat mal gelacht. Ganz genau, so sieht's aus. Ach, ein Träumchen. Ja, okay, hier oben wird auch langsam alles trocken. Ich bin gespannt, wie das wird. Lass uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.